Hübsch. Ich glaube, ich wurde entführt. Ah, hier. Anruf von Frau Börsche. Können Sie sich erinnern? Die, wir machen das Scheidungsverfahren für die. Sie waren in einem von den Besprechungsterminen dabei. Mal eben hören. Hm. Ist denn alles in Ordnung? Oder? Nee, es ist überhaupt nichts in Ordnung. Es ist überhaupt nichts in Ordnung. Was denn? Ich muss zur Polizei. Was ist denn passiert? Ich erkläre das später. Sehen Sie sich ein Taxi, ja? Ich muss sofort zu Herrn Tillmanns. Wo ist Herr Tillmanns? Das ist ein Notfall. Ja? Ja. Bitte, kommen Sie mit. Hallo, Herr Tillmanns. Ich hab jemanden Herr Römer, ich bin begeistert. Das ist ein Notfall. Hören Sie zu, ich spiele Ihnen was vor. Ich habe einen Notruf von meiner Mandantin auf dem Handy. Hören Sie sich das bitte an. Ich glaube, ich wurde entführt. Ja, ich hab's verstanden. Ist entführt worden. Sie hat Todesangst. Ja, das hört sich nicht gut an. Wann war der Anruf genau? Das ist jetzt gerade mal eine Viertelstunde her. Wir müssen sofort das Handy von ihr orten. Ja, dafür brauchen wir die Telefonnummer. Geben Sie der Kollegin Schneider ihr Handy und dann kann sich die Kriminaltechnik direkt dran machen. Okay, ja, natürlich. Passen Sie auf. Hier ist die Nummer von ihr. Alles klar, das finden wir schon. Okay, bis gleich. Ja, bis gleich. Wie lange dauert sowas? Wie lange dauert das, das Handy zu ordnen? Naja, wegen der anscheinenden Gefahr für Leib und Leben von Frau Börsche können wir das ohne richterlichen Beschluss machen. In circa 20 Minuten dürften wir mehr wissen. 20 Minuten, wenn das mal nicht zu spät ist. Sie haben doch mitgekriegt, wie abrupt dieser Anruf unterbrochen worden ist. Das heißt, der Entführer hat mitgekriegt, dass sie Hilfe gerufen hat. Ja, ich verstehe Ihre Eile, aber zaubern können wir auch nicht. Wir müssen diese Zeit schon abwarten, die 20 Minuten. Was glauben Sie denn, womit wir es hier zu tun haben? Ist Ihre Mandantin in ein Verbrechen verwickelt, oder? Nein, ich vertrete die wegen einer Scheidungsangelegenheit oder in ihrer Scheidungsangelegenheit. Das letzte Mal habe ich sie vor 3 Tagen gesprochen, da war alles normal. Natürlich gibt es Stress mit dem Ex-Mann oder mit dem Noch-Ehemann, aber das ist normal, alles im normalen Rahmen. Und so eine Situation hat sich nicht angedeutet. Okay, so, Freunde, also den Netzanbieter haben wir schon mal. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass der Staatsanwalt grünes Licht gibt. Dann haben wir auch die Daten zur Ortung, wo das Handy eingeloggt war, beziehungsweise vielleicht hoffentlich noch eingeloggt ist. Sehr gut. Ich gehe schon mal alles vorbereiten in der Technik. Ja, okay. Ich habe da noch eine Idee. Und zwar, meine Mandantin ist von zu Hause ausgezogen. Die ist mit ihrer Tochter zu ihrer Schwester gezogen, Katrin Berger. Hm. Mein Assistent hat die Adresse. Die könnten wir Ihnen geben. Dann können Sie da vielleicht eine Streife vorbei. Natürlich, machen wir sofort. Okay. Rufen Sie Ihren Assistenten an, damit wir die Adresse haben. Ich schicke die sofort los. Glauben Sie es mir? Ich hole mal mein Handy wieder. Ja, alles klar. Glaube ich jetzt nicht mehr. Was genau hier abläuft, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, für meine Mandantin ist es eh schwierig. Die Trennung von ihrem Ehemann, sie zieht von zu Hause aus und jetzt passiert auch noch sowas. Was es genau ist, das weiß ich nicht, aber ich weiß nur eins, es ist verdammt ernst. Und ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Take me down to the rhythm band. Nach 15 Minuten ist Ines Börschels Telefon endlich geortet und führt die Polizisten und Anwalt Bernd Römer an einen abgelegenen Ort. Ein verlassenes Schwimmbad am Rande Berlins. Doch sie finden zunächst keine Spuren, die auf eine Entführung der 30-Jährigen hindeuten, bis die Beamten schwache Funkwellen aus dem Keller empfangen. Da liegt doch was. Da liegt ein Handy. Ja, ich sehe es. So, hier unten ist keiner, ist alles sicher. Ja, sauber. So, dann werden wir uns das mal ansehen. Römer, nicht anfassen, bitte. Könnten Spuren dran sein und wir wollen ja wissen. Und hier ist niemand. Oh, das ist ja völlig kaputt. Das hat wohl niemand demolieren wollen. Aber warum kann das noch Signale senden, wenn es zerstört ist? Na, solange der Akku noch funktioniert, sendet das Telefon noch Signale. Das heißt, wir haben Glück gehabt. Ja, kann man so sagen. Leider hilft uns das Handy nicht wirklich weiter. Der Entführer kann das Handy hier einfach nur entsorgt haben. Er könnte theoretisch überall sein. Das ist richtig, aber er war hier. Wir haben eine Spur. Das ist doch schon mal was. Naja, das genau. Ist wir müssen erstmal alles weiter untersuchen. Ja. Tim. Hier, was ist das denn da? Vorsicht, Vorsicht, nicht anfassen. Sie wissen das ja. Was ist das? Ein Tuch. Das ist ein Frauentuch, auf jeden Fall ein Halstuch. Ja. Ich mach mal ein Foto. Könnte das von ihr sein? Das weiß ich nicht, aber ihre Schwester, die könnte es wissen. Gut, okay. Machen Sie mal ein Foto.
Alles klar. Also noch mal einmal das Muster. Ja, genau. Okay, danke. Wunderbar. So, das waren die Kollegen von der Streife. Frau Börschel ist auch nicht bei ihrer Schwester. Ihre Schwester hat sie das letzte Mal gesehen, als sie gestern Abend zu ihrer Nachtschicht als Krankenschwester gegangen ist. Okay. Wenn das hältst du von ihr, aber dann war sie hier. Ich würde ihrer Schwester gerne das Foto zeigen. Die kann uns das mit Sicherheit sagen. Okay, da können wir beide zusammenfahren. Weil mit der Schwester will ich natürlich auch sprechen. Okay, machen wir das. Ich würde vorschlagen, wir bleiben hier, sichern alles und warten auf die Spurensicherung. Alles klar, danke. Bis später. Bis später. Tschüss. Nach der Trennung von ihrem Mann Max war Bernd Römers Mandantin gemeinsam mit Tochter Lili zu ihrer Schwester Katrin Berger geflüchtet. Die weiß noch nicht, in welcher Gefahr Ines schwebt. Sehen Sie sich das mal an. Könnte das von Ihrer Schwester was? Sein? Was von Ines? Wo ist sie? Was ist mit ihr passiert? Ja, ich habe noch weitere Fotos. Das ist von Ines. Wo ist sie? Okay, gut. Ganz immer mit der Ruhe. Können wir uns ich nicht vielleicht hier verrückt. Ich können kann wir uns kaum nicht noch vielleicht drinnen unterhalten? Ja, na sicher. Kommen Sie rein. Die ganzen Nachbarn mitbekommen. Bitte schön, ja. Hier rechts, ja. Ja, bitte. Jetzt wissen wir wenigstens, dass sie da war. Wo ist Ines? Was ist hier passiert? Wo ist sie? Ja, wo ihre Schwester ist, können wir Ihnen nicht sagen. Aber das Halstuch wurde in einem stillgelegten Schwimmbad gefunden. Ich werde wahnsinnig. Ich muss wissen, was mit ihr passiert ist. Das versuchen wir ja gerade rauszufinden. Hören Sie zu, ich habe mit Ihrer Schwester das letzte Mal vor 3 Tagen gesprochen und das schien mir alles ganz normal zu sein. Was war in den letzten 2, 3 Tagen los? Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Gab es da was Besonderes? Hat sie Nein, sich verändert? Sie hat sich wieder mal mit Max gestritten. Aber mir ist nichts aufgefallen. Es ist immer das Elend, ihr gleiche Thema gewesen. Max war seine Karriere viel wichtiger als seine Familie und es war gar nicht mehr auszuhalten. Ja, also dass das nicht ganz friedlich abgegangen ist, das habe ich mitbekommen. Aber war da irgendwie ein bestimmter Streit? War da irgendwas ganz Besonderes? Vorgestern war noch mal so ein Riesenzopf und dann haben sie sich wieder so elendig gestritten. Na, wissen Sie denn, worum es dabei ging? Nee, weiß ich nicht. Sie hat es mir nicht erzählt. Dabei erzählen wir uns alles. Das ist merkwürdig, oder? Wenn sie Ihnen eigentlich alles erzählt, aber das erwähnt sie dann nicht, das frisst sie in sich herein? Ja, ich bin mir sicher, dass Max irgendwas damit zu tun hat. Max ist der Böse, ich schwöre, Sie müssen sich um den Max kümmern. Was soll ich Lilly erzählen? Was soll ich... Oh Gott. Lilly, das ist die Tochter meiner Mandantin. Wo ist das Mädchen denn überhaupt? Die kommen morgen von der Klassenfahrt wieder. Was soll ich erzählen, wo ihre Mutti ist? Ich schwöre Ihnen, der Max ist ein Psycho. Sie kennen ihn nicht. Den müssen Sie verhaften. Herrn Börschel werden wir als nächstes unter die Lupe nehmen. Ich verspreche Ihnen, ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich mache mir wirklich Sorgen um meine Schwester. Ich kann Ihnen nur sagen, bitte finden Sie sie, ja? Bitte, ich bitte Sie. Wir tun alles, was wir können. Wir finden Ihre Schwester. Max Börschel, der noch Ehemann meiner Mandantin, den habe ich ja kennengelernt. Der ist impulsiv und der hat auch überhaupt gar keinen Hehl daraus gemacht, dass er mit der Trennung nicht einverstanden ist. Aber ob er mit dem Verschwinden seiner noch Ehefrau was zu tun hat, das wissen wir nicht. Das steht noch nicht fest. Dass Frau Berger ihn im Verdacht hat, das kann ich nachvollziehen. Max Börschel arbeitet in einer Versicherungsagentur. Der erfolgreiche Makler hat auch für die Polizisten ein Motiv, sich an seiner Frau zu rächen. Die hatte sich nach 10 Jahren Ehe getrennt, weil Max' aufstrebende Karriere ihn mehr und mehr von seiner Familie entfremdet hat. Schönen guten Tag. Harry Tillmanns, Kripo Berlin. Die Kollegin Schneider. Oh. Wir sind hier, wir möchten gerne mit Herrn Max Börschel sprechen. Können Sie uns sagen, wo wir den finden können? Tut mir leid, er ist gar nicht im Haus. Kann ich ihm irgendwas ausrichten? Nein, wir müssten persönlich mit ihm sprechen. Das ist wirklich wichtig. Okay. Können wir ihn vielleicht woanders erreichen? Ich schau mal kurz nach. Wie ich sehe, ist er momentan gar nicht in Berlin. Er ist momentan in Hamburg zu einem 3-Tages-Meeting. Na, dann rufen Sie doch da bitte mal an. Ja, wir könnten ihn sogar per Video zuschalten, wenn Ihnen das recht ist. Noch besser. Wenn Max Börschel tatsächlich nicht in Berlin ist, verliert Kommissar Tillmanns seinen einzigen Verdächtigen und muss mit den Ermittlungen ganz von vorne beginnen. Hallo, Herr Börschel, Frau Meitrich hier aus der Hauptstelle in Berlin. Ich hätte da jemand, der Sie gerne sprechen möchte. Ja, schönen guten Tag. Tillmanns, Kripo Berlin. Sind Sie Herr Max Börschel? Ja, das bin ich. Wieso? Was ist los? Ist was passiert? Ihre Ex-Frau Ines, die wird vermisst. Für uns wäre es wichtig zu wissen, wann Sie das letzte Mal mit ihr Kontakt hatten. Was? Meine Frau wird vermisst? Ja, vorgestern muss das gewesen sein. Kurz bevor ich nach Hamburg zur Geschäftsreise gefahren bin.
Ja, was ist denn los? Wissen Sie was Genaueres? Geht's ihr gut? Wie gesagt, sie wird vermisst. Nähere Infos fehlen uns leider noch. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist mit meiner Frau passiert? Herr Börschel, die Hamburger Kollegen werden jetzt zu Ihnen kommen. Ich möchte Sie bitten, vor Ort zu bleiben und den Kollegen alle Fragen genauestens zu beantworten. Haben wir uns verstanden? Ja, das mache ich natürlich. Bleib genau hier. Alles klar, danke. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Wie ist denn die Adresse Ihrer Firma in Hamburg? Das ist die Gasse 7. Okay, herzlichen Dank. Gerne. Hamburg ist ja keine Weltreise von hier entfernt. Aber es ist eben auch nicht gerade um die Ecke. Wenn Herr Börschel wirklich da ist, dann hat er ein Alibi. Aber davon müssen wir uns vor Ort überzeugen. Jedenfalls klang er besorgt um seine Ex. Am späten Nachmittag erhält der Kommissar die Ermittlungsergebnisse seiner Hamburger Kollegen. Sofort bittet er Max Schwägerin Katrin und Anwalt Bernd Römer auf die Dienststelle. Hallo. Und? Hallo. Was hat die Vernehmung von Max Börschel denn erbracht? Gibt's was Neues? Ja, na, wir haben die Info von den Hamburger Kollegen bekommen. Herr Max Börschel ist in Hamburg und das seit 2 Tagen. Mit anderen Worten, er hat ein Alibi. Alibi, nein. Und dann hat er ein Alibi. Dann hat er jemand angeheuert, ihn es zu entführen. Also ich verstehe, dass Sie nicht besonders gut auf Ihren Schwager zu sprechen sind. Aber dafür gibt es nun wirklich keine Anzeichen. Mhm. Naja, aber Unrecht hat sie nicht, den direkt von der Verdächtigenliste zu streichen. Das halte ich für verfrüht. Da war doch nicht ständig jemand bei ihm und hat ihm Händchen gehalten, oder? Ja, wir ermitteln natürlich weiter in alle Richtungen, Herr Römer, das wissen Sie. Aber im Moment interessiert mich was ganz anderes. Kennen Sie einen gewissen Dennis? Dennis? Ja, aus der Schule kannte ich mal Dennis, aber ansonsten, nee, kenn keinen Dennis. Wieso? Naja, wir konnten die Daten aus dem kaputten Handy Ihrer Schwester rekonstruieren. Und darauf haben wir mehrere SMS gefunden, alle von diesem Dennis. Er scheint Ihre Schwester schon bedrängt zu haben. Bedrängt, was heißt das? Was heißt bedrängt? Naja, er hat alle paar Stunden geschrieben, er wollte sie sehen und sie hat ihm offensichtlich gesagt, dass sie kein Interesse hat, aber er scheint nicht der Typ zu sein, der so einfach ein Nein akzeptiert. Aha. Warten Sie mal. Also ich weiß, dass Ines letzte Woche ein Date hatte mit ihrem Arbeitskollegen aus dem Krankenhaus und ich glaube zu wissen, dass der Dennis hieß. Aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Und wann genau war das? Hat sie Ihnen davon erzählt? Ja, es war letzte Woche. Ich habe sie zum Date überredet. War fix und fertig, wollte nie wieder mit irgendwelchen Kerlen was zu tun haben. Hat wie ein Häufchen Elend da sich verkrochen und Mann, ich habe sie überredet zum Date. Sie musste raus, sie brauchte Abwechslung. Ja, aber so locker scheint es der junge Mann nicht gesehen zu haben. Jetzt, also, Mann, die sind nur einmal ausgegangen und dann hat sie schnell gemerkt, dass er nichts für sie war und dann hat sie ihn auch schon abserviert. Naja, da haben wir unseren Hauptverdächtigen. Ja, und was ist mit Max? Dennis ist nur ihr Arbeitskollege, der will vielleicht noch mal ein zweites Date, aber Max ist derjenige, der ihr wirklich was antun will. Also wir nehmen uns jetzt erstmal diesen Dennis vor. Ja, das ist ja auch sicherlich richtig, aber mit dem Max Börschel, da muss auch noch jemand sprechen. Ich würde das vielleicht ganz gerne sogar übernehmen. Wann kommt er denn zurück? Naja, er hat angekündigt, seine Dienstreise jetzt abzubrechen. Das könnte sein, dass er heute Abend schon da ist. Ja, das wird schon passen. Sie haben nichts dagegen, wenn ich mal mit ihm spreche. Na, wie ich Sie kenne, lassen Sie sich sowieso nicht davon abhalten. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir behalten auch ihn natürlich im Auge. Alles klar. Okay? Ich danke Ihnen, ja. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Herzlichen Dank erstmal. Tschüss. Mal. Tschüss. Wiedersehen. Dieser Dennis, dieser Arbeitskollege von meiner Mandantin, natürlich ist das ein Verdächtiger und dem muss man nachgehen. Aber der Max Börschel, der ist es für mich bis jetzt auch noch. Also, wir haben jetzt 2 Ermittlungsansätze und ich hoffe, einer davon führt uns zum Täter. Während Anwalt Römer auf Max Rückkehr nach Berlin wartet, bestellt der Kommissar umgehend Dennis Palme zur Vernehmung aufs Revier. Der Pfleger arbeitet in derselben Klinik wie die vermisste Krankenschwester. Im Gegensatz zu Ines wollte er jedoch mehr als eine rein berufliche Beziehung. Also, was wollt ihr jetzt von mir? Wann haben Sie Frau Ines Börschel das letzte Mal gesehen? Ines? Kenn ich nicht. Das ist eine Arbeitskollegin von Ihnen. Und dafür, dass Sie sie nicht kennen, wollen Sie aber besonders dringend ein zweites Date mit ihr. Ach, die Ines. Ja, bin einmal mit ihr ausgegangen. Hab sie dann abgesägt. War es das jetzt oder wollt ihr noch eine Liste haben mit meinen üblichen Dates? Nee, lassen Sie mal gut sein. Brauchen wir nicht. Aber wissen Sie, Frau Börschel wird seit heute früh vermisst. Und wir haben uns da mal die SMS angeschaut, die Sie ihr so in den letzten Tagen zugesendet haben. Und da könnte man glatt davon ausgehen, dass Sie nicht allzu gut auf Sie zu sprechen sind, oder? Halt, halt. Ganz ruhig. Denkt ihr etwa, ich habe mit Ines Verschwinden zu tun, oder was? Ich wüsste nicht, dass wir Ihnen jemals das Du angeboten haben.
Verzeihung, was denken Sie denn bitte? Dass ich Sie unten in meinen Keller eingesperrt habe? Sie angekettet habe? Sie in meiner Tiefkühltruhe steckt oder was? Ich habe mit Ihren Verschwinden nichts zu tun. Soll ich Ihnen das nochmal buchstabieren oder was? Es würde mich wundern, wenn Sie das überhaupt richtig buchstabieren können. Schließlich haben Sie auch erhebliche Probleme mit Ihrem Erinnerungsbewusstsein. Gib mir noch eine Chance. Ich will dich wiedersehen. Mach hier nicht auf Oberdiva. Oder hältst du dich für was Besseres als mich? Sieht nicht so aus, als wäre sie Ihnen egal. Ich wollte mich einmal noch mit ihr treffen. Ja, und? Das verboten oder was? Jedoch hat sie nicht auf meine SMS reagiert, meine Telefone auch nicht. Deswegen, scheiß auf die Alte, ich lauf keiner Freund daher. Es ist ja sicherlich auch kein Problem, dass sie uns mitteilen, wo sie sich heute Morgen zwischen 6 und 10 Uhr aufgehalten haben, oder? Ja, da habe ich geschlafen. Meine Schicht ging um 5 zu Ende. Direkt nach Hause, hab mich hingelegt. Und dafür gibt es natürlich keine Zeugen, richtig? Ja, Moment. Außer mein Goldhamster und meine Bettdecke, leider nicht. Es ist sehr schön, dass Sie Ihren Sinn für Humor nicht verloren haben. Aber das kann sich schnell ändern. Ganz ehrlich, es sieht nicht besonders gut für Sie aus. Mhm. Ganz ehrlich, besonders scheiße sieht es für mich aber auch nicht aus. Denn wissen Sie was? Ich habe genug Anwaltsserien gesehen, um genau zu wissen, dass ihr, Verzeihung, Sie, nichts gegen mich in der Hand habt. Darüber machen Sie sich mal keine Gedanken, Herr Palmer. Wir werden Sie schon im Auge behalten. Ja, viel Spaß dabei. Kann ich jetzt gehen? Nein. Sie gehen erst mal mit der Kollegin und werden erkennungsdienstlich behandelt. Ihnen als Krimi-Fan muss ich ja nicht erklären, was das bedeutet. Nee, brauchen Sie nicht. Noch reicht die Beweislage nicht, um Herrn Palmer etwas nachzuweisen. Aber wirklich unschuldig wirkt er nicht. Wir werden ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Und hoffentlich führt er uns dann direkt zu Ines Börsche. Unterdessen versucht Katrin, sich von der Sorge um ihre entführte Schwester abzulenken, als es überraschend an ihrer Haustür klingelt. Ist es endlich Ines? Nein, es ist ihr verhasster Schwager. Ich hab dich gesehen, was soll denn der Quatsch? Katrin, lass mich mal bitte rein. Max, was willst du? Was willst du hier? Hör doch mal zu. Willst du mich auch noch entführen, oder wie? Warum denn entführen? Was soll denn der Quatsch, Mensch? Ich will mit dir reden. Wir müssen da zusammenhalten, also bitte. Du kannst mir nicht so eine Geschichte auftischen. Ich glaub dir kein Wort. Du machst hier einen heilen Familienvater. Du bist das Letzte. Geh zu dem Bullentisch, den die Geschichte auf. Ich glaub dir kein Wort. Es ist Mist für uns beide, das weiß ich doch. Dir geht's Mist und mir geht's auch schlecht. Aber wir sollten einen kühlen Kopf bewahren, schon alleine wegen Lilly. Jetzt überleg doch mal. Und Lilly, mein Lieber, lässt du da ganz fein raus. Die hat mich damit gar nichts zu tun. Hast du gehört? Hast du gehört? Ja, aber irgendwas muss ich ihr doch erzählen. Die Klassenfahrt ist vorbei und sie kommt morgen wieder zurück. Das weiß ich selber. Ich hol sie ab. Du redest kein Wort mit ihr. Sie kommt mit hierher, in ihr Zuhause. Aber das ist nicht ihr Zuhause. Natürlich, schon seit 2 Monaten. Hast du gehört, schon seit 2 Monaten. Jetzt verschwinde einfach. Das ist doch aber scheißegal. Ich will dir jetzt sehen. Jetzt mach auf. Ich rufe die Polizei. Verschwinde, okay? Katrin, was soll denn der Quatsch? Der Max hat echt Nerven, dass er hier aufkreuzt, ja? Der Typ, das ist, was er sich verachtet. Katrin ist völlig aufgewühlt und ruft sofort Bernd Römer zu Hilfe. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich bleib hier stehen. Ja, es geht um mein Kind. Ich will Lilly sehen. Jetzt machen Sie aber das mal bitte ganz ruhig. Hören Sie mal. Nein! Herr Börschel, die Frau Berger hat mich angerufen und hat gesagt, dass Sie ein Riesenspektakel machen. Das bringt doch jetzt auch nicht, ja, das ist oder? Mir egal. Ich habe ein Anrecht darauf. Und was soll das überhaupt? Warum holst du den Anwalt recht. Jetzt hier? Was soll der Quatsch? Recht. Sie haben recht. Machen Sie doch mal ich bin froh, dass Sie da sind. Hallo. Ja, okay. Verschwinde also, doch einfach. Ich will wissen, was hier los ist. Schließlich geht's um meine Frau und mein Kind. Ey, Lilly kriegst du nicht. Hast du gehört? Lilly kriegst du nicht. Sie bleibt hier bei mir. Also, hören Sie mal zu, dass wir angespannt sind. Das trifft auf uns alle zu. Es bringt aber wirklich nichts, wenn wir uns jetzt hier gegenseitig angucken. Oder also fahren wir das Ganze ein bisschen runter. Ja, ich will ja auch keine Probleme machen. Es geht mir nicht um Streit. Ich mache mir einfach Sorgen um meine Frau und mein Kind. Ich habe ein Anrecht. Ex-Frau, Max, Ex-Frau, ja, hast du gehört? Wir sind aber noch nicht geschieden. Gut, also wie dem auch sei, die noch Frau. Und es geht um das Kind, das haben Sie richtig gesagt. Hören Sie zu. Sie haben recht, ich bin zu sehen, selbstverständlich. Aber die Lilly sollte doch jetzt hier bleiben. Das Mädchen ist durch die Situation belastet genug. Jetzt soll die nach dem Umzug direkt wieder hier rausgerissen werden. Das kann doch nicht im Sinn des Mädchens sein. Oder solange ist ihre Nochfrau ja nicht verschwunden. Also lassen Sie das Mädchen noch hier. Ja, okay. Rufen Sie mich einfach an, sobald Sie was wissen von Ines, okay? Okay. Dankeschön. Das werde ich machen, Herr Börschel. Auf Wiedersehen. Hau einfach ab, Max. Hau einfach ab. Euer Römer, ich dachte, der verschwindet nie. Dafür haben Sie mal ordentlich Dampf gemacht.
Ja, irgendwas muss ich ja versuchen. Alles gut, komm, sei ganz ruhig. Ich habe jetzt echt Schiss, dass er mir Lilly jetzt wegschnappt und ich kann einfach nichts dagegen tun, solange Ines verschwunden ist. Das kann ich Ihnen jetzt nicht völlig nehmen, diese Angst. Er ist der Vater von der Lilly, aber er hat jetzt erstmal gesagt, das Kind bleibt hier, also verlassen wir uns doch mal drauf. Erstmal ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Börschel hier einfach nur eine ganz große Show abzieht oder ob er sich tatsächlich Sorgen um seine Noch-Ehefrau macht, wie dem auch sei. Ich habe jetzt zwei Baustellen. Es geht einmal natürlich darum, meine Mandantin zu finden, so schnell wie möglich. Aber dann muss ich auch versuchen, hier zu verhindern, dass es zu Familienstreitigkeiten kommt, unter denen dann eine ganz besonders leidet, und das ist die Lilly.